Die digitale Revolution ist wahrscheinlich das größte Abenteuer der Gegenwart. Und ich bin froh, dass ich sie miterleben kann, dass ich sie als Sprachwissenschaftler und als jemand, der seine eigene Software schreibt, auch ein bisschen mitgestalten kann. Anwendungen zu entwickeln, die Menschen bei ihrer beruflichen Arbeit unterstützen, Anwendungen zu entwickeln, die Menschen miteinander vernetzen, Anwendungen aber auch, die dabei helfen, unser soziales Leben zu regulieren. Das ist eine faszinierende Tätigkeit, die aber auch gleichzeitig mit viel Verantwortung verbunden ist. Diese Faszination, die ich habe, wenn ich viele neue Entwicklungen beobachte, paaren sich aber immer häufiger auch mit einem gewissen Unbehagen. Einem Unbehagen, dem ich zunächst mal sprachlos gegenüberstand und gar nicht wusste, woran das liegt. Wo ich aber dann nach und nach mir ein paar Gedanken gemacht habe, woher das eigentlich kommt. Und über die Ursachen dieses Unbehagens möchte ich heute sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was eigentlich schiefgehen kann, wenn das Soziale digital wird. Was eigentlich schiefgehen kann, wenn wir Algorithmen entwickeln, die Menschen vermessen. Wenn wir Menschen Eigenschaften oder Identitäten zuschreiben oder wenn wir vielleicht sogar versuchen, mit diesen Algorithmen das Verhalten von Menschen vorherzusagen. Sicher ist es so, dass diese Algorithmen nicht von alleine sozusagen schlecht oder böse oder problematisch sind, sondern dass wir als Entwickler natürlich auch da einen erheblichen Anteil daran haben. Und deswegen möchte ich auch über die Verantwortung sprechen, die wir als Entwicklerinnen und Entwickler haben, wenn wir diese Algorithmen implementieren. Sicher wundert ihr euch, dass ich die ganze Zeit mit meinem Auge so merkwürdig blinkere oder zwinkere oder zucke. Warum mache ich das? Nicht, weil es hier so hell ist, sondern weil ich einen Unterschied erläutern möchte zwischen dem, was die Kulturwissenschaften als dichte Beschreibung und dem, was sie als dünne Beschreibung benennen wollen. Die dünne Beschreibung würde sagen, das, was wir hier sehen, ein Zwinkern, ein Blinken, was auch immer, das ist nichts anderes als die Bewegung eines Augenlides. Das Augenlid schließt sich und öffnet sich und das vielleicht in einer bestimmten Zeit und damit ist unsere Beschreibung zu Ende. Aber was ist damit eigentlich gesagt? Ist es nicht viel wichtiger, sagen zu können, dass dieses Blinzeln, womit ich jetzt zum Glück aufhören kann, dass dieses Blinzeln vielleicht dadurch zustande gekommen ist, dass ich nervös bin, dadurch, dass ich geblendet bin, dass ich vielleicht jemanden hier im Publikum begrüßt habe, dass ich vielleicht mit jemandem geflirtet habe oder dass ich vielleicht irgendwie Flirten nachmachen wollte oder dass ich den Unterschied zwischen dünner und dichter Beschreibung illustrieren wollte. Dieser Unterschied in dem, was ich eine dichte Beschreibung nenne jetzt, also welchen Sinn ich selber oder welchen Sinn ihr diesem Blinzeln gebt und dem, was die dünne Beschreibung tut, nämlich zu sagen, da hat sich ein Augenlid gesenkt und wieder gehoben, den halte ich für ganz entscheidend und auf den werde ich im Weiteren nochmal zurückkommen. Das Jahr 2008 ist ein sehr interessantes Jahr, denn in diesem Jahr hat Chris Anderson einen Artikel im Wired Magazine geschrieben. Das Wired Magazine ist sozusagen eines der wichtigsten Tech-Magazine, der den Titel trägt The End of Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Chris Anderson ruft das Ende der Theorie aus und ich zitiere jetzt ein paar Passagen aus diesem Artikel, weil ich denke, dass dieser Artikel für die Ideologie, für den Denkstil in der Tech-Branche in gewisser Weise repräsentativ ist. Er schreibt, faced with massive data, this approach to science, hypothesize, model, test, is becoming obsolete. Out with every theory of human behavior. Who knows why people do what they do? The point is, they do it, and we can track and measure it with unprecedented fidelity. With enough data, the numbers speak for themselves. Was uns also Chris Anderson hier mitzuteilen versucht, ist, wir brauchen keine Theorien menschlichen Verhaltens mehr. Was wir brauchen, sind Daten. Und wir haben Daten. Wir leben in Zeiten der Datensintflut. Und wir können, wenn wir genug Daten haben, die Bedürfnisse der Menschen berechnen. Wir können berechnen, was ihre Wünsche sind, wie sie handeln, warum sie handeln, was sie tun. Auf der Basis dieser
Ideologie haben wir Systeme entwickelt. Wir haben Systeme entwickelt beispielsweise für Musik. Ja? Sie hören gerne AC/DC, dann hören Sie bestimmt auch gerne Ozzy Osbourne. Kunden, die Wickeltische gekauft haben, interessieren sich auch für Umstandsmode. Wir haben vielleicht noch relevantere Dinge geschaffen. Wir haben Predictive Policing entwickelt. Mit Predictive Policing sind die meisten von euch wahrscheinlich zum ersten Mal über den Film Minority Report in Berührung gekommen. Predictive Policing hat das Ziel, aufgrund von vorliegenden Daten über Verbrechen Rückschlüsse darauf zu ziehen, wo in Zukunft womöglich Verbrechen stattfinden werden, um polizeiliche Mittel dort zu allozieren, um diese Verbrechen dann unwahrscheinlicher zu machen. So wird beispielsweise in Zürich die Software Precops eingesetzt, die auf der Theorie der Near-Repeat beruht. Man hat gelernt aus Daten, dass in Regionen, in Gegenden, in einer Stadt, wo schon einmal eingebrochen wurde, in naher Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eingebrochen wird. Man kann das begründen damit, dass Einbrecher beispielsweise gesehen haben, dass da etwas zu holen ist, dass sie feststellen konnten, dass in dieser Gegend zu bestimmten Tageszeiten alle Leute auf Arbeit und deswegen jemand zu Hause ist, dass vielleicht irgendwie ein guter Sichtschutz in diesen Gegenden vorhanden ist, was Einbrüche begünstigt. Und kann auf diese Weise eben gezielt dort Mittel allozieren. Wenn Einbrüche vorgekommen sind, fährt man dort auf der Streife. Eine weitere Stadt, wo Predictive Policing eingesetzt wurde, ist Shreveport in den USA. Dort hat man einige Teile der Stadt mit Predictive Policing behandelt quasi. Andere Teile hat man weiterhin traditionelle Polizeiarbeit praktiziert. Ihr seht hier die Ergebnisse einer Evaluation. In den ersten Monaten können wir sehr gut sehen, dass in den Bereichen, in denen Predictive Policing eingesetzt wurde, die Verbrechensrate massiv zurückgegangen ist, signifikant zurückgegangen ist, während sie in den Gegenden, die mit traditioneller Polizeiarbeit bearbeitet wurden, in der Kontrollgruppe also, dass in diesen Gegenden die Verbrechensrate etwa gleich geblieben ist. Fantastischer Erfolg. Wenn wir uns über die Zeitreihe ein Stück verlängern, dann sehen wir ein erstaunliches Ergebnis. Die Ergebnisse haben sich verkehrt. In Gegenden, in denen Predictive Policing eingesetzt wurde, steigt plötzlich die Verbrechensrate im Verhältnis im Vergleich zum Vorjahr, während sie in Gegenden, in denen traditionelle Polizeiarbeit vorherrscht, zurückgeht. Warum? Wo wir doch alles richtig machen. Die Daten sprechen doch für sich. Ein weiteres Beispiel, das für mich als Sprachwissenschaftler vielleicht noch relevanter ist: Persönlichkeiten vermessen. Persönlichkeitspsychologen sind sich im Wesentlichen darüber einig, dass kulturunspezifisch sich der Charakter oder die Persönlichkeit von Menschen in 5 Dimensionen beschreiben lässt. Nämlich in den Dimensionen Neurotizismus, Verträglichkeit, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen und Gewissenhaftigkeit. Es gibt einen Haufen Wissenschaftler, die meinen, dass wir aus dem Sprachgebrauch von Menschen Rückschlüsse darauf ziehen können, welche dieser Dimensionen bei welchen Personen stärker und welche schwächer ausgeprägt sind. Wie wäre es denn, wenn wir daraus ein Business Model generieren würden? Wenn wir sagen würden, hey, wir bieten einen Service an, der Menschen analysiert aufgrund ihres Sprachgebrauchs, wo wir aus dem Sprachgebrauch lernen, aha, diese Person ist gewissenhaft oder diese Person ist neurotisch. Warum könnte das relevant sein? Na, beispielsweise, wenn Sie selber eine Firma haben. Wenn ihr selber eine Firma habt, dann seid ihr wahrscheinlich interessiert daran, zu wissen, wenn ihr jemanden einstellt, ist diese Person neurotisch, denn es gibt nichts Schlimmeres als neurotische Chefs. Das wäre doch ein fantastisches Businessmodell. Nennen wir unsere Firma Hire by Call. Die Kandidaten, die Bewerberinnen und Bewerber rufen bei einer Hotline an. Dort geht ein Computer an den Apparat und stellt den Bewerberinnen und Bewerbern ein paar Fragen. Diese Antworten auf diese Fragen, das Interview dauert etwa 15 Minuten, in diesen 15 bis vielleicht auch mal 30 Minuten, produzieren die Bewerberinnen und Bewerber etwa 1500 Wörter. Unsere Software analysiert diese Daten, vergleicht sie mit den Daten anderer Leute und ergibt und erstellt zunächst mal ein Persönlichkeitsprofil der Person, die sich da bewirbt, und gibt daraufhin Empfehlungen, ob diese Person für die ausgeschriebene Stelle geeignet ist oder nicht.
Ich sehe hier einige im Publikum eifrig mitschreiben und denken, na, das könnte ja doch was sein. Ich muss euch enttäuschen. Die Firma gibt es schon. Ich sage aber den Namen nicht. Und diese Firma macht Arbeit genau nach diesem Prinzip. Der CEO der Firma wird in der FAZ wie folgt zitiert. Die Auswertung der einzelnen Sprachaufnahmen macht die Software dann selbstständig. Deswegen kann der CEO nicht begründen, wie die Ergebnisse zustande kommen. Er kann beispielsweise nicht sagen, Sie haben diese oder jene Wörter so und so oft benutzt, deswegen sind Sie ein besonders ängstlicher Mensch. Ich bin der Meinung, dass in unserer Firma eine ganze Menge schiefläuft. Ich denke, dass wir kein Modell, keine Theorie, auch nur gar keine Vorstellung davon haben, wie Persönlichkeit und Sprachgebrauch zusammenhängen. Wir können deswegen auch nichts anderes machen als eine dünne Beschreibung. Wir können ein paar Sachen messen in der Sprache, aber wir wissen gar nicht, was sie bedeuten. Wir verstecken uns in unserer Firma hinter einem Blackbox-Algorithmus. Das heißt, wir sagen, ja, der Computer hat es berechnet. Ich weiß zwar nicht, warum er das so getan hat, aber es stimmt schon. Wir weisen damit natürlich auch Verantwortung für das, was hier passiert, von uns. Und zuletzt ist es so, dass wir natürlich Zuschreibungen machen an Personen, die mit unserer Software telefoniert haben. Mächtige Zuschreibungen, die darüber entscheiden, ob jemand einen Job bekommt oder nicht. Und das ist nicht ganz das, was ich mir an Verantwortung wünsche, die wir als Entwicklerinnen und Entwickler eigentlich haben sollten. Ich nenne das, was wir hier beobachten können, digitalen Behaviorismus. Mit Behaviorismus sind die meisten von euch wahrscheinlich zum ersten Mal über Pavlov und seine Hunde, ihr seht hier ein Exemplar von denen, in Berührung gekommen. Der Behaviorismus als eine Theorie menschlichen Verhaltens, die davon ausgeht, dass wir auf bestimmte Stimuli konsistent immer wieder in gleicher Weise reagieren, weil wir konditioniert sind. In dieser Theorie ist der Mensch und unser Gehirn eine Blackbox. Es gibt einen Input, das andere interessiert uns nicht, denn wir können den Output beobachten und wir können deswegen Rückschlüsse auf die Konditionierung ziehen. Das, was in der Firma passiert, in unserer Firma, Hire by Call, passiert, ist natürlich so vergleichbar einem Lügendetektor-Test. Ja? Die Idee beim Lügendetektor ist, wir stellen Fragen, das sind die Stimuli, und wir erhalten Antworten. Die Antworten sind aber gar nicht so wichtig. Die Antworten sind nur im Verhältnis zu dem, was gemessen wird, wichtig. Und das, was gemessen wird, ist eigentlich das, was uns zugeschrieben wird. Das heißt, der Lügendetektor weiß eigentlich besser, ob wir lügen oder nicht. Der kann es viel besser entscheiden als der Mensch. Die Maschine kennt unsere Persönlichkeit viel besser als wir bei Hire by Call. Denn wir können uns ja gar nicht dagegen wehren, welche Zuschreibungen da geschehen. Wir wissen gar nicht, wie die Ergebnisse zustande kommen. Aber unsere Sprache verrät uns. Wir wissen gar nicht warum, aber sie verrät uns. Wir können uns nicht verstellen, denn wir sind konditioniert. Unser Charakter determiniert uns, uns zu verraten. Dieses Lied, Ding Dong, The Witch is Dead, stürmte 2013 die britischen Charts. Es handelt sich dabei um einen Song aus The Wizard of Oz, dem Filmmusical. Menschen, die Ozzy Osbourne hörten, hören auch Ding Dong, The Witch is Dead? Wahrscheinlich nicht. Menschen, die Ding Dong, The Witch is Dead hörten, mochten Margaret Thatcher nicht. Und Margaret Thatcher war 2013 gestorben. Das heißt, Menschen, die Ding Dong the Witch is Dead mochten, haben das getan, um eine Botschaft zu senden. Diese Botschaft, wir mögen sie sympathisch finden oder nicht, ist aber auch eine Botschaft an uns, denn sie sagt, wir Menschen lassen uns natürlich nicht auf Reizreaktion reduzieren. Ja? Und entsprechend sollten das auch die Algorithmen nicht. Wenn wir also sozusagen Gegenstand von Zuschreibungen und Analysen werden, wenn wir Menschen zum Gegenstand von Analysen machen, dann sollten wir anerkennen, dass wir zunächst mal, wenn wir ein Augenlid bewegen, nicht nur
irgendwie ein Augenlid bewegen, sondern dass wir entweder blinzeln, zucken, Ironie signalisieren oder sonst etwas. Wir sollten uns klar machen, dass die dünne Beschreibung nichts sagt und die dichte Beschreibung alles ist. Das heißt, wir müssten den digitalen Behaviorismus über Bord werfen und Algorithmen entwickeln, die dichte Beschreibungen ermöglichen. Nur dann werden wir zu Algorithmen kommen, die erstens besser sind und zu Algorithmen, die auch ein Stück gerechter sind. Denn diese Algorithmen werden nicht falsche Zuschreibungen an Menschen machen, nur weil viele andere das auch gemacht haben. Und deswegen rufe ich alle dazu auf, lasst uns arbeiten an neuen Algorithmen und lasst uns mehr Verantwortung dafür übernehmen, was wir tun. Vielen Dank.